Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Trailer Review Video. Es geht um das kommende Erweiterungspack Nachhaltig Leben oder auch Eco Lifestyle, wie es auf Englisch heißt. Diesen Trailer habe ich bisher nur auf Englisch gesehen und normalerweise hört man da Sprache und aber auch Musik, und weil die Musik oft Copyright geschützt ist, können wir uns das jetzt nicht anhören, aber ihr könnt euch diesen Trailer ja beim Sims-Kanal im Original anschauen. Und wenn ihr Englisch könnt, könnt ihr auch verstehen, worum es hier geht. Es geht halt um dieses Öko-Pack. Und hier dieser junge Mann überredet Leute, doch ökologischer zu leben und bei ihm, bei seiner Aktion mitzumachen. Und wer nicht will, der kriegt Schimpfe. Und jetzt treffen sie sich alle hier auf so einem ollen, verlassenen Platz. Er träumt von einem schönen Gemeinschaftsgarten mit vertikalen Pflanzen und mit Insekten zum Essen. Und dann stimmen sie alle ab, ganz fleißig. Er ist schon ganz gespannt und etwas enttäuscht, denn die stimmen für einen Makerspace ab, also Sachen machen. Und ja, da sieht man jetzt, wie so Sachen recycelt werden und was da draus gemacht wird. Und hier wird irgendeine Ökobrause hergestellt und sie macht Kerzen und verkauft die zu guten Preisen. Und dann kommt da diese junge Ingenieurin, die ganz tolle Pläne hat. Und das ist ein Beruf, den man von zu Hause ausüben kann. Und die hat auch so ein Recycle-Gerät und noch ein, ja, Konstruiergerät. Und wenn Laien das ausprobieren, dann fallen sie da manchmal in den Trog und kommen ziemlich gebeutelt wieder raus. Vielleicht kann man daran auch sterben. Und sie benutzt jetzt hier einen dieser Öko-Staubsauger und die Luft wird wieder sauber und alle freuen sich. Jo. Jetzt gibt's wie üblich noch ein paar Screenshots, die wir uns in Ruhe angucken können, weil so ein Trailer ist ja immer ruckzuck vorbei. So, hier ist also die junge Dame und im Prinzip wird in diesem Trailer die Geschichte von ihr erzählt. Anhand dieser Geschichte von ihr wird dieses Pack vorgestellt. Und es geht wohl schwerpunktmäßig ums Gameplay, aber man sieht natürlich auch viele Objekte und Klamotten und so weiter. Diese junge Dame kennen wir ja schon aus dem ersten Trailer und anscheinend ist die gerade vom Studieren wieder nach Hause gekommen, hat sich schon gefreut auf ihr Hafenstädtchen und ist dann ganz entsetzt, weil alles so furchtbar geworden ist. Jo, und muss dann husten und so. Ja, hier ist es also wirklich total heruntergekommen und jo, einerseits finde ich das ganz fürchterlich, hier dieses olle heruntergekommene. Und andererseits hat das auch seinen Reiz. Also ich könnte mir auch vorstellen, hier in so einer heruntergekommenen ollen Welt irgendwas Dystopisches zu spielen. Also was Apokalyptisches oder postapokalyptisch. Zum Beispiel, die Welt nach der großen Seuche, wo dann auch die Mitarbeiter der Müllabfuhr an der Seuche gestorben sind und darum alles dreckig geworden ist. Also sowas in der Art. Und hätte auch seinen Reiz. Oder eben, man macht ein Weltverbesser-Gameplay, wofür dieses Gameplay-Pack ja eigentlich gedacht ist. So, die Kinder, denen scheint das nichts auszumachen. Die spielen fröhlich im Müll und haben auch ganz nette Klamotten. Also das Kleid von dem Mädchen gefällt mir ganz gut. Und sie sieht jetzt noch so aus, als würde sie sich über die Insekten freuen. Aber ich denke mal, das nimmt ein böses Ende. Zumindest ist es dann nicht mehr so angenehm. Und die hat auch ganz nette Klamotten an. So, hier sitzen sie so zusammen in ihrem Müll und Dreck und machen Party und gucken Fernsehen und stören sich nicht an dem Dreck.
Und da sagt die junge Frau auch, also das scheint den Leuten hier nicht viel auszumachen, wie es so runtergekommen ist. Und ich meine, gut, das stimmt, es gibt Gegenden in der Welt und bestimmt auch in Deutschland, die einfach ziemlich heruntergekommen sind, voll mit Graffiti und Müll, und wo die Leute trotzdem ihr Leben weiterleben. Und wo andere sagen, oh Gott, in Amerika gibt es da wohl besonders viele solche Ecken, so Detroit und so, ist wirklich nichts, ja, wo ich gerne leben würde. Da bin ich dann auch ganz froh, hier zu leben, wo ich eben lebe. Gut, weiter so, weiter im Takt. Hier die beiden, die wollen wohl in die Mülltonne. Da fragt man sich erst, was haben die da vor? Nun ja, das Typische bei den Sims, es wird alles genutzt für ein Stelldichein, wo man sich irgendwie drin verstecken kann. Und hier in dem Fall machen sie halt in der großen Mülltonne ihr Techtelmechtel. Das heißt, es wird ein neues Techtelmechtel geben. Das ist ja eine feine Sache. Aber in so einer Mülltonne, da würde ich doch lieber in den Busch kriechen. Jo, sie findet das auch ganz merkwürdig und hat aber ein paar gute Ideen, wie sie das Ganze wieder besser machen kann. Ja, und sie möchte gern auch den Leuten zeigen, wie man es richtig macht. So, da hat sie hier ihre Containerbude, die ja eigentlich schon ganz cool ist, hat auch schon so ein Recycling-Verwendungsgerät und das baut sie aber um. Da fragt man sich, woher hat sie nach dem Studium auf die Schnelle so viel Geld gekriegt, um sich so eine schnieke kleine Ökobude zu bauen? Aber das ist ganz hübsch. Also man sieht so ein paar Dekosachen an den Wänden, auch hübsche Regale an den Wänden. Also das ist durchaus stilvoll eingerichtet, was sie sich da macht. Und halt mit Solarzellen und Windmühlen und dann ist sie ruckzuck Besitzerin eines tollen kleinen Off-Grid-Hauses, dem es an nichts fehlt. Und so kann sie den anderen zeigen, wie man es richtig macht. Jawohl. Und sie ist auch nicht alleine damit, denn wo haben wir es? Hier haben wir nochmal die schicke Hütte. Und die finde ich tatsächlich schick, die Hütte. Und da haben wir hier diesen Typen, dessen Name wurde genannt, aber ich habe ihn vergessen. Und der ist so der eifrige Missionar, der alle zutextet, so, hey, mach doch mit bei unserer Ökobewegung. Und er findet auch jede Menge Anhänger, da ist er sehr motivierend. Und die unterschreiben dann auch bei seiner Weiß der Geier Petition oder Bürgerinitiativenliste oder sonst was. Und er schlägt sogar vor, einen wasserfreien Tag pro Woche zu machen. Im Ernst? Kein Händewaschen, kein Toilettengang, nix duschen? Nun gut, wenn er das für eine gute Idee hält. Und sie findet das jetzt nicht so eine gute Idee, was er so vorschlägt, und dann wird er gleich sauer und schimpft mit ihr und putzt sie so richtig runter. Ein sehr sympathischer Typ. Und sie ist jetzt ganz traurig. Nur weil sie seine Ideen nicht so gut findet. Ja, er hat aber einige Anhänger gefunden. Und erzählt denen jetzt einen vom Pferd, beziehungsweise einen vom schicken modernen Ökogarten, und wir müssen uns zusammentun und wir bilden jetzt ein Kollektiv und alle machen mit und dann können wir die Welt verbessern. Und dann stellt er sich schon einen schönen Ökogarten vor. Und hier sieht man auch, wie er sich diesen Ökogarten vorstellt. Den finde ich ehrlich gesagt richtig toll mit diesen vertikalen Beeten und auch den erhöhten Pflanzenkisten. Das finde ich schon eine feine Sache. Ich gärtner ja sehr gerne in Sims. Ja, das ist hier eine der großen Enttäuschungen für mich. Das war kein Küken, sondern das war eine dicke gelbe Raupe. Und aus der dicken gelben Raupe sind lauter knackige Insekten geworden.
Und die werden nicht etwa gezüchtet, um die Insektenvielfalt zu erhalten, damit die Insekten weiter die Pflanzen bestäuben können und damit die Insekten nicht aussterben und so. Es gibt ja viele solche Insektenhotels und wir haben in unserem Garten auch ganz viele Holzstapel, die wir da jahrelang absichtlich stehen lassen, damit sich Insekten wohlfühlen. In unserem Garten gedeihen sogar Gottesanbeterinnen. Seit 2003 haben wir jedes Jahr ganz viele Gottesanbeterinnen, die sich dann halt auch Jahr für Jahr fortpflanzen. Und im Herbst gucken wir immer, wo sie ihre Ootheken gelegt haben, damit die auch gut geschützt werden über den Winter. Also wenn sie irgendwie einen ungünstigen Platz gesucht haben, dann werden die manchmal auch in Sicherheit gebracht, damit die Gottesanbeterinnen sich bei uns wohlfühlen, was der Fall ist. Und wir haben sehr viele Schmetterlinge und so weiter, aber kein Insektenhotel, weil wir halt einen ausreichend großen Garten für Holzhaufen haben. Das ist sozusagen ein natürliches Insektenhotel. Gut, aber es gibt hier einen kleinen Unterschied. Er züchtet die Insekten, um sie anschließend zu essen. Das kennen wir ja schon vom Outdoor-Leben und ich finde das auch ganz witzig einerseits. In der asiatischen Küche werden ja gerne Insekten gegessen und wir essen auch Krabben, die sind ja wie Insekten der Meere irgendwie. Es ist also gar nicht so unterschiedlich und Insekten sind auch tatsächlich sehr eiweißreich. Auch Maden, wenn man die kocht, manche essen die auch roh, dann ist es eine sehr einfach zu züchtende, eiweißreiche Ernährung. Es kann also durchaus sein, dass künftige Generationen ihren Eiweißbedarf nicht mehr durch Steaks oder Käse decken, sondern durch Insektenmaden. Aber ich finde den Gedanken etwas gewöhnungsbedürftig. Gut, aber die Sims essen ja auch im Outdoor-Leben die Insekten mit Genuss und freuen sich dran. Ja, und er schaufelt das so richtig gierig in sich rein. Okay, hier wird jetzt abgestimmt. Und er guckt so ein bisschen verdutzt. Das Ergebnis wird bekannt. Und die haben nicht für seinen Ökogarten gestimmt, was ich eigentlich schade finde. Ich fände so einen Ökogarten mit vertikalen Beeten und so irgendwo richtig cool. Sondern für einen Makerspace. Und das finde ich auch sehr cool. Maker ist irgendwie halt so selber machen, aber nicht gärtnerisch, sondern andere Arten von selber machen. Elektronik basteln, Sachen halt selber machen. Und ich bin eine ganz begeisterte Selbermacherin. Und wenn ich mir das hier so angucke, frage ich mich, warum regt sich bei mir so viel innerer Widerstand gegen dieses Pack? Weil es gibt ganz vieles, was ich toll finde. Diese neuen Gärtnerfunktionen finde ich toll. Dieses Recycling- und Makerwesen finde ich super toll. Ich baue mir sogar meine Computer selbst zusammen und meine Fahrräder. Also insofern bin ich schon so ein, ja, ein altmodischer Maker. Und naja, Computer ist nur so halb altmodisch. Ich habe aber keine so eine Recyclingmaschine, die den Müll zusammenpresst und daraus kann man dann wundersame Sachen machen. Aber wir haben einen 3D-Drucker. Und trotzdem rührt sich bei mir Widerstand. So, jetzt gucken wir aber hier mal, was hier so passiert. Ich habe noch ein paar größere Aufnahmen. Oh, das ist der Grund für den Widerstand. Ja. Das ist es. Im Prinzip, dieses Bild, wenn man dann vorher die Vorgeschichte weiß, drückt in doppelter Hinsicht das aus, was mich daran so stört. Erstens mal dieser missionarische Übereifer, wo Leute, die nicht seiner Art von so müssen wir alles besser machen, nicht zustimmen und nicht mit seinem Feuereifer mitmachen, werden von ihm gleich mal so niedergeputzt. So, dieses Moralistische. Und dann
Warum ist er so beleidigt? Er hat ganz viel erreicht. Ich meine, ich finde es ja gar nicht so schlecht, dass er sich einsetzt. Nur, dass er das so überengagiert macht und so moralistisch, das stört mich. Aber er kann sich eigentlich freuen, dass er was erreicht hat, dass er Leute zusammengekriegt hat, dass dieser tolle Makerspace entstanden ist. Und was macht er? Setzt sich eine Tüte auf den Kopf und heult, weil es nicht sein Garten geworden ist. Warum baut er nicht seinen Garten da, wo er wohnt, in seinem eigenen Garten und freut sich über den Makerspace? Das stößt mich total ab. So. Gut, weiter geht's. Ich finde, er hätte Grund zu feiern. Richtig zu feiern. Mit dieser Bio-Zisch-Brause soll er ein Tänzchen aufführen und alle umarmen. Also wenn schon ökologisches Kommunewesen, dann bitteschön feiern. Er hat keinen Grund, beleidigt zu sein. So. Ihr merkt, das nimmt mich emotional, reißt mich das Thema schon etwas mit. Puh. So, jetzt sehen wir hier ein bisschen mehr von diesen Maker-Sachen, die verschiedenen Geräte. Und mir macht das ehrlich gesagt auch Freude. Ich habe ja gesagt, wir haben einen 3D-Drucker. Ist natürlich alles nicht so toll wie das, was die hier haben. Es ist also auch nicht so, dass mich diese technische Orientierung stört. Nein, ganz und gar nicht. Die finde ich super klasse. Und hier, da sieht man sogar auch, wie einer die Leiter runterrutscht. Und das Schöne ist, die Leitern kriegen wir auch für Space Game. Das heißt, es gibt Leitern für kostenlos, fürs Basisspiel mit dem Update, das immer vor einem neuen Pack kommt, für alle. Und bei dem Pack kommen aber noch mehrere Leiterdesigns dazu. Das finde ich eine tolle Sache. Was uns ansonsten in diesem kostenlosen Update erwartet, weiß ich noch nicht. Und ich bin schon sehr gespannt. So, hier sieht man diesen Recycling-Schredder. Das finde ich auch eine super tolle Sache. Ehrlich gesagt, hätte ich gern so ein Teil. In echt, meine ich. Dann könnte ich ja den ganzen Müll, den wir haben, da reinschmeißen und der macht dann Rohstoffe draus und daraus könnte ich mir dann machen, was ich will. Das fände ich toll. Und das ist hier, glaube ich, die Saftmaschine. Die finde ich auch ziemlich abgefahren. Ich habe mir gerade einen Joghurtzubereiter gekauft. Und werde, wenn ich dieses Video fertig aufgenommen habe, das erste Mal in diesem Joghurtzubereiter Joghurt machen. Jo, nur mal so am Rande. Und sie trinkt begeistert die frische Bio-Zischspritzbrause. Und selber macht sie Kerzen, was ich auch gern tue. Und verkauft die und verdient damit anscheinend sehr viel Geld. Zumindest lässt der Trailer darauf schließen. Hier am Rande sieht man hier auch zum wiederholten Male diese eine echt schicke Frisur. Und dann treffen wir auf diese technisch angehauchte Dame. Diese Ingenieurin, die wir auch schon aus dem ersten Trailer kennen. Die zeigt ihre Pläne rum und gewinnt auch Mitstreiter für ihr Projekt und sie designt die tollsten Sachen, vielleicht mit Blender. Und hat hier so eine Maschine, so eine Art sehr moderner 3D-Drucker, mit der sie dann die tollsten Sachen konstruieren kann. Da tastet sie drauf rum. Und unsere erste, die vom Studium heimgekommen ist, die will das auch mal ausprobieren und kommt aber in Konflikt damit, fällt da rein, stürzt raus. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie das mehrmals macht, dass das kein gutes Ende nimmt. Und hier sieht man auch diese Fahrräder, die neuen. Die finde ich auch ganz witzig. Die sehen teilweise so aus, als wären sie aus Holz gemacht. Also meine selbst zusammengeschraubten Fahrräder, das war ein Bausatz. Also ich habe nicht das Roheisen eingeschmolzen, sondern den Bausatz zusammengebaut. Ist aus normalem Metall, aber hat einen super langen Gepäckträger, wo man
dreimal so viel Zeug unterbringen kann. Auch in Satteltaschen kann man gleich auf jeder Seite zwei Satteltaschen nebeneinander packen. Und da kann man einen richtigen Wocheneinkauf mitmachen. Fast so viel, wie man sonst mit einem normalen Auto transportieren kann. So ein tolles Fahrrad habe ich gebaut. Und hier wird sie jetzt getröstet, weil sie da ja fast gestorben ist. Und hier sieht man nochmal die schönen Pflanzgefäße. Und anscheinend sind diese Möbel selbst gemacht. Finde ich cool. Ich hätte auch gerne Erweiterung für die Werkbank mal gehabt, dass man auf der Werkbank noch mehr Möbel bauen kann. Und da hat sie jetzt diesen tollen Staubsauger, wo sie dann wohl die Luft reinigt. Ja, alles wunderschönst. Sogar mit Sonnenblumen auf der Straße gemalt. Und wenn alles ganz schön ist, dann sieht man das Polarlicht. Jo, das ist jetzt das letzte Bild von diesem Trailer. Und gerade jetzt, wo ich das mit euch so durchgegangen bin, frage ich mich, warum schreckt mich dieses Pack so ab? Da gibt's so vieles, was ich toll finde. Dieses ganze Maker-mäßige, dieses ganze Gartenmäßige, habe ich schon erwähnt, dass ich seit Corona ganz viel Microgreens und Sprossen züchte? Und wegen Grenzschließung waren wir ein paar Wochen nicht einkaufen und dann habe ich angefangen, Microgreens anzubauen, also Kresse und Sonnenblumensamen und Radieschen, kleine Grünkrautsachen und so. Und ja, da sind wir jetzt richtig auf dem Trip und ich backe sogar Brot selber. Also eigentlich ist dieses Pack wie für mich gemacht. Und trotzdem wird es das erste Pack sein, das ich mir wahrscheinlich nicht kaufe zum Zeitpunkt, wenn es veröffentlicht wird. Was ich irgendwie schockierend finde. Es ist meine Entscheidung. Wie kann ich von meiner eigenen Entscheidung schockiert sein? Aber so, in mir sträubt sich was, zum jetzigen Zeitpunkt 40 Euro für dieses Pack auszugeben. Und darum werde ich es mir nicht sofort kaufen, wenn es rauskommt. Und es fühlt sich ganz merkwürdig an. Bestimmt kaufe ich es mir früher oder später. Also irgendwann werden die Packs ja auch mal billiger. Und ich denke mal, wenn es das für 20 Euro gibt, dann ist es mir das auf alle Fälle wert. Weil ganz, ganz vieles in dem Pack gefällt mir. Mir gefällt nicht dieser moralische und dieser Community-mäßige Beigeschmack, dieses, wo haben wir das? So, gleich haben wir's. Wo haben wir den Fritzen? Das, dieses Sinnbild, das gefällt mir irgendwie einfach gar nicht an dem Pack. Und ich denke mal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch süße, naive 17 wäre, würde mich das auch nicht stören, weil ich noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hätte, wie unerfreulich Menschen mit so einer Mission sein können, wie unerfreulich solche Gruppen sein können. Und damals, da war ich noch ja sehr, sehr naiv weltverbesserisch. Und inzwischen bin ich, abgeklärt kann man eigentlich auch nicht sagen. Realistisch, zwar immer noch weltverbesserisch, so von der eigentlichen Intention, aber ich glaube nicht mehr, ich würde keine Bürgerinitiative gründen und so solche Sachen. Jo, weil ich das Ganze drum und dran mit diesen Menschen überzeugen und dann auch mit dem moralisierenden Beigeschmack und so, das finde ich alles furchtbar abschreckend. Also das ist das Einzige, was mich an dem Pack stört und es ist mir momentan einfach keine 40 Euro wert. Tja, das heißt auch, dass meine 100 Baby Jenny nicht in diese olle Welt zieht, sondern die wird demnächst, wenn etwa zur Zeit, wenn dieses Pack rauskommt,
zieht Jenny nach Sulani mit ihrer Familie. Dort kann sie sich auch ökomäßig betätigen und Müll wegräumen und was Schönes für die Umwelt tun. Und sie können naturnah leben und vielleicht nicht ganz off the grid. Wir werden ja keine Solarzellen haben, wir werden auch keine Windturbinen haben. Dafür haben wir aber warmes Wetter und schönes Meer. Jo, das ist so meine Vorstellung. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, ich kaufe mir dieses Pack, dann kaufe ich es mir. Gut. Ach, jetzt habe ich schon wieder echt viel Zeit verbraucht. Ich bin einfach eine echte Plappertante. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Pack. Und ihr könnt mir ja auch erzählen, ob ihr es kauft, ob ihr es nicht kauft. Und wenn ihr es dann kauft, könnt ihr mir auch erzählen, wie es sich dann tatsächlich damit spielt, ob es Spaß macht und so weiter und so fort. Da bin ich schon sehr interessiert dran. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.